Be renewed in the power of your mind. Apostel Paulus hat gesagt, seid erneuert in der Kraft eures Denkens. We have power. Wir haben Kraft. Tell me, is the power in the old or the power is in the new? Und jetzt sagt mir mal, ist die Kraft im Neuen oder ist die Kraft im Alten? Yeah. That's why new wine and not old wine. Deswegen gibt es neuen Wein und nicht alten Wein. Amen. The new wine has to be put in the new wineskin. Ein neuer Wein muss in neue Weinschläuche gefüllt werden. Otherwise it would explode. Sonst würden die Weinschläuche kaputt gehen. And then the old wineskins, that's you and me. Und die alten Weinschläuche, das bist du und ich, would disagree. Würden damit nicht übereinstimmen. Just to put it gently. Nur um es einfach zu Or sagen. We say, I don't believe. Oder man kann auch sagen, ich glaube das nicht. Because I'm holding on to the new, to the old, I mean. Weil ich an dem Alten festhalte. Children don't have this problem. Kinder haben solche Probleme nicht. We like the new things, right? Die Kids? Lieben immer das Neue. Something new, exciting. Etwas Neues, Begeisterndes. Something fresh. Etwas Frisches. Right? Ist das so? You are too young to be old. Ihr seid zu jung, um alt zu sein. See, we only grow older in the natural. Wir werden nur im Natürlichen älter. And you know what? They would like to be as old as you are. Und ihr wisst genau, die Kinder möchten gerne so alt sein, wie ihr seid, aber sie können es nicht. But we can become like them. Aber wir können so werden wie sie. By choice. Indem wir uns entscheiden. See? By choice. Durch eine Wahl. So Jesus says, unless you get converted. Deswegen hat Jesus gesagt, wenn ihr nicht verwandelt werdet become like children, und wie Kinder werdet, you will never enter the kingdom of heaven. You will never see even the kingdom of heaven. Könnt ihr weder in das Königreich Gottes noch hineinkommen und es auch nicht sehen. And you know, in heaven there's nothing old. Im Himmel gibt es nichts Altes. There's no gray hair in heaven. Im Himmel gibt es keine grauen Haare. No antiques. Keine Antiquitäten. Everything is fresh and new. Alles ist frisch und neu. Can you imagine this cloud of glory came down on earth once? Kann ich mal vorstellen, wenn diese Wolke der Herrlichkeit auf die Erde kommt, oder sie kam einmal, and stayed on this earth for 40 years. Und war 40 Jahre lang auf dieser Erde. The Israelites' shoes were not worn out. Die Schuhe der Israeliten gingen dabei nicht kaputt. The clothes were not worn out. Die Kleidung wurde nicht alt. No one was sick. Niemand war krank. No woman miscarried. Keine Fehlgeburt. Wonderful. Ist das nicht wunderbar? Lord, we want that cloud. Herr, wir wollen diese Wolke. But you know, this cloud was only for the babies. Aber ihr wisst ja, diese Wolke, die war nur für die Babys da. That's how much God cares. So viel hat Gott sich gesorgt um diese Babys. He doesn't take big pride in children. Er hat keinen großen Stolz auf Kinder. He's proud of the older people who converted themselves into childlike state of being. Sondern er ist stolz auf die, die älter sind und sich entscheiden, wieder Kinder zu werden. Amen. And that takes an overcomer. Und das braucht einen Überwinder. Overcomer is not the one who takes a sword and chops off everybody's ears. Ein Überwinder ist nicht jemand, der ein Schwert nimmt und jemanden die Ohren abschlägt. Overcomer doesn't fight. Überwinder kämpfen nicht. Overcomer overpowers. Überwinder überwältigen. With what? Womit? We overpower war with peace. Wir überwinden den Krieg mit Frieden. Blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. For they shall be called sons of God. Denn sie werden Kinder oder Söhne Gottes heißen. Those who are led of the Spirit. Die, die vom Geist Gottes geleitet are sons sind. Of God. Das sind die Söhne Gottes. And the earth is longing for the manifestation of the sons of God. Und die Erde wartet sehnsüchtig auf die Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Because the earth is tired of bloodshed and of war. Denn die Erde ist müde von diesem Blutvergießen und von dem Krieg. Do you see this? Did you connect it all? Könnt ihr das zusammenbringen? Blessed are the peacemakers. Gesegnet sind die Friedensstifter. We are called children of God. Und wir sind Kinder Gottes genannt. And such we are. Und das sind wir. I never have enough of this. Ich kann davon nicht genug bekommen. I never have enough of hearing it. I never have enough of telling this. Ich kann nicht genug davon haben, das zu hören und es weiterzugeben. Because it renews my mind. Denn es erneuert mein Denken.
And only a childlike mind can absorb these things. Und nur ein kindlicher Verstand kann diese Dinge aufnehmen. Did you know that until the age of 8 or even beyond, children absorb 8 times more than we do? Wisst ihr, dass Kinder, bis sie 8 Jahre und vielleicht auch noch ein wenig älter sind, 8-mal schneller Wissen aufnehmen als wir? You know, when the computers went on the market, I mean, the whiz kids suddenly appeared from nowhere. Wenn, als die Computer auf den Markt kamen, da gab es auf einmal diese Kinder, die sich damit auskannten. The grandpa is trying to send an email. Der Großvater, der versucht irgendwo eine E-Mail zu versenden. The Oma, the Opa. I've seen one man. Ich habe solche Menschen gesehen. Said, I can't turn this off, turn this off. Die haben gerufen, ich krieg das Ding nicht mehr aus. A grandchild is coming, it's done. Und als das Enkelkind kam, war alles vorbei. How did you know this? Woher weißt denn du das? It's the grace of God. Das ist die Gnade Gottes. The first time we bought the fax machine for Emma. Wir haben für Emma mal ein Faxgerät gekauft. I said, Emma, push this button. Und ich habe gesagt, Emma, drück auf den Knopf hier. She couldn't. Sie konnte es nicht. She had a psychological burnout over this one button. Sie hatte wegen dieses einen Knopfes da einen psychologischen Burnout. I said, here, this green button. Hier, einfach auf diesen grünen I Knopf. Can't. Ich kann nicht. Where does it come from? Woher kommt so etwas? From the horses and buggy? Von den Pferden und Wagen? From the old days? Von den alten Tagen. Now Emma has a fax machine, she pushes buttons, she sets it up, and no problem. Und jetzt hat die Emma ihr Faxgerät und sie kann Faxe empfangen und Faxe versenden und kopieren. I'm trying to challenge her into getting a little laptop and get computer. I mean, even you can get emails, right? Und ich versuche sie jetzt herauszufordern, dass sie sich einen kleinen Laptop kauft, damit sie E-Mails bekommen und senden kann. Maybe a smartphone too. Und vielleicht ein Smartphone. You see, we must keep up with the times. Wir müssen mit der Zeit mitgehen. I know you're 85, 86 almost. Ich weiß, dass du fast 86 bist. Doesn't matter, I'm 58. Aber das macht nichts, ich bin auch schon 58, immer noch ein Kind. I'm still a child. Ich bin immer noch ein Kind. And I love to look older, but be child inside. Und ich liebe es, älter auszusehen, aber innerlich ein Kind zu sein. There are some people who take me for granted. Manche nehmen mich als gegeben ein and oder als Geschenk. Yeah, they want to take advantage of me, of my childlike nature. Und sie wollen meine kindliche Natur ausnutzen. Yeah. And many have done this. Und viele haben das getan. And I looked in their eyes and I said, are you normal? Und ich habe ihnen in die Augen geschaut und habe gefragt, bist du normal? Don't you know that I know everything? Weißt du nicht, dass ich alles weiß? And yet you play illusion before me? Und du versuchst mir eine Illusion vorzuspielen. I don't only see you smartly, intelligently, but I also see you spiritually. Ich sehe dich nicht nur mit meinen Augen, mit dem Offensichtlichen, sondern auch geistlich. See? And that takes freedom. Und das braucht Freiheit. A bound up person cannot see another person spiritually. Ein gebundener Mensch kann einen anderen Menschen nicht geistlich sehen. But the other way around is possible. Aber andersherum ist es möglich. A free person can see a bound up person. Ein freier Mensch kann einen gebundenen Menschen erkennen. You don't need to discern a good spirit. Du musst nicht einen guten Geist unterscheiden können. But you have to discern an evil spirit. Aber du musst einen bösen Geist unterscheiden. But in order to discern an evil spirit, you must be good. Aber um einen bösen Geist entdecken zu können, musst du gut sein. Because the other around is not needed. Die andere sei andersherum ist es nicht nötig. And evil people are discerning good spirit. Es ist nicht nötig, dass böse Menschen gute Geister finden. I wish. Ich wünschte, es wäre so. I wish that they would. Ich wünschte, sie würden das versuchen. Then God would liberate them. Dann würde Gott sie befreien. Hallelujah. That's how it works. So funktioniert das. Are you soaking this up? Saugt ihr das auf? All right. Don't depend on a CD or cassette because these go kaputt. Verlasst euch nicht auf eine CD oder Kassette, denn die können immer mal kaputt gehen. Your mind is gets renewed. Euer Denken muss erneuert werden. Not by my words or by my eloquency. Nicht durch meine Worte oder durch meine Redegewandtheit. No, it's the Holy Spirit that works with words.
Das ist der Heilige Geist, der mit den Worten arbeitet. You know, it's not magic show. Es ist keine magische Show hier, where we take a baton and strike the hat and the hat, and then it comes a rabbit or pigeons are flying out. Wo wir einen Zylinder nehmen und mit einem Stock draufklopfen, dann kommt ein weißer Hase rausgesprungen. We do nothing like this. So etwas tun wir nicht. We play music. Wir spielen Musik. We open the Bible. Und wir öffnen die Bibel. We put on the glasses. Und setzen die and we try Brille to dazu auf und versuchen etwas zu lesen. Yes. And this time we'll read Galatians 4. Und wir werden jetzt Galater 4 lesen. I started with this in Erlangen. Wir haben damit in Erlangen begonnen. We didn't finish, we will finish it here. Wir haben es nicht zu Ende gebracht, deswegen werden wir so let's renew our mind. Wir wollen jetzt unser Denken erneuern. Apostle Paul spoke much about freedom. Apostel Paulus hat viel über Freiheit geredet. Freedom. Freiheit. God frees, men binds. Gott befreit, Menschen binden. Always so. Immer. God said to Moses, "Don't you hear the cries of my people in Egypt?" Gott sagte zu Mose, hörst du nicht das Schreien meines Volkes in Ägypten? Doesn't your heart go out to them? Ist nicht dein Herz mit ihnen? So Moses first heard God's voice before he heard the cries of Israel in Egypt. Mose hörte zuerst die Stimme Gottes, ehe er die Schreie der Israeliten hören konnte. It takes a compassionate heart. Es braucht ein barmherziges to Herz, hear what God hears. Um das zu hören, was Gott hört. And you remember when he went back to Egypt? Und ihr kennt die Geschichte, als er zurück nach Ägypten ging. He killed an Egyptian. Hat er einen Ägypter umgebracht? Out of his compassionate heart. Aus seinem barmherzigen Herzen heraus. He just couldn't see how this Egyptian was beating this old Jewish man. Er konnte es einfach nicht ertragen, wie dieser Ägypter diesen alten Israeliten geschlagen hat. And so he had to run. Und deswegen musste er dann ausreisen. And that's when God spoke to him, I'm sending you back. Und dann hat Gott zu ihm gesagt, ich schicke dich zurück. And then he brings the people of Israel out of Egypt. Und dann hat er die Kinder Israel aus Ägypten herausgebracht. We have this theme of liberation throughout the entire Bible. Dieses Thema der Befreiung geht durch die ganze Bibel hindurch. Freedom from sin, freedom from sickness. Freiheit von Sünde, Freiheit von Krankheit. And at the end, freedom from death. Und am Ende Freiheit vom Tod. Freedom from worry. Freiheit von Sorgen. Freedom from worry, which is always about tomorrow, not today. Freiheit von den Sorgen, die sich immer um das Morgen drehen, nicht um das Heute. We always worry about tomorrow. Denn wir sorgen uns immer um das Morgen. Do you worry about the past? Macht ihr euch Sorgen um die Vergangenheit? No. We always are worried about something unknown. Wir machen uns immer Sorgen um etwas, was wir noch nicht kennen. But what about if we know? Wie wäre es, wenn wir es wissen würden? For you're liberated from ignorance. Dann wärst du von der Unwissenheit als erstes Mal befreit. And afterwards you're liberated from distrust. Und dann wärst du von dem Misstrauen befreit. And from insecurity. Und von der Unsicherheit. Because when you know, denn wenn du weißt, you have more security. Dann hast du mehr Sicherheit. I'll give you one example. Ich gebe euch ein Beispiel. When Joshua and Caleb returned from the promised land, als Joshua und Caleb aus dem verheißenen Land zurückkehrten, they said that God has lifted up safety or security from the Canaanites. Da sagten sie, dass Gott die Sicherheit von den Kanaanitern weggenommen hat. Let's just go and possess the land. Lasst uns gehen und das Land einnehmen, sagten They're sie. They're trembling like this. Sie zittern schon. God says, I'm going to send hornets ahead of you. Und Gott sagte, ich werde Hornissen vor euch herschicken. So don't worry. Also macht euch keine You're Sorgen. My children. Ihr seid meine Kinder. But the other spies, aber die anderen Spione, infected the rest of the children of Israel with fear. Haben den Rest der Kinder Israels mit Furcht angesteckt. They did not see what Caleb and Joshua saw. Sie konnten das nicht sehen, was Joshua und Caleb sahen. We are among such people. Und wir sind mitten unter solchen Menschen. They don't see what we see.
Sie können das, was wir sehen, nicht sehen. They do not understand what we understand. Sie verstehen nicht das, was wir verstehen. That's why they worry. Deswegen machen sie sich Sorgen. It's always insecurity. Das ist immer Unsicherheit. And to make things worse, und um die Dinge noch schlimmer zu machen, religion gives us the devil, devils, Lucifers and hell. Gibt uns die Religion den Teufel, den Luzifer und die Hölle. And God sits there watching all those people burning in hell for eternity. Und Gott sitzt auf seinem Thron und schaut sich die Menschen an, die da alle in der Hölle in Ewigkeit brennen. This never made sense in my mind. Das hat in meinem Denken nie Sinn ergeben. Because God is love. Denn Gott ist Liebe. Oh, that is so humanistisch. Aber das ist zu humanistisch. Oh. Why did he send his son who became flesh and blood and human being? Warum hat er seinen Sohn geschickt, der Fleisch und Blut wurde, ein menschliches Wesen wurde? If he's after liberating you from something. Nur deswegen, weil er uns von etwas befreien will. God wants to liberate you from religiousness. Gott möchte uns von der Religiosität befreien. Which is of men and never of God. Denn diese Religiosität ist von Menschen, nicht von Gott. God wanted to give Israel the promised land. Gott wollte Israel das verheißene Land geben. Look what he has done under Jehoshaphat. Schaut mal, was er unter Jehoshaphat getan hat. There's another example. Ein weiteres Beispiel. I know you've heard it, but I have to bring it to the fore. Ich weiß, ihr kennt das, aber ich muss es vielleicht noch mal euch ins Gedächtnis rufen. Three powerful nations are coming against Israel. Against Judah. Drei Nationen, die gegen Juda in den Krieg gezogen sind. It's masses. And there's no way Judah could defend itself. Es waren Massen von Soldaten und es gab keine Möglichkeit für Juda, sich zu verteidigen. And they are coming against Jerusalem. Und sie sind nach Jerusalem gezogen. And Jehoshaphat is crying to God. Und Jehoshaphat schreit zum Herrn. And while he's crying, a young man stands up and prophesies. Und während er noch zu Gott ruft, steht ein junger Mann auf und prophezeit. And he was of the descendant, he was a descendant of Asaph, a worshipper. Und er war ein Nachkomme von Esaf, also ein Anbeter. Praise and worship helps us to get into the presence of God. Lobpreis und Anbetung helfen uns, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. The Lord loves it. We love it. Der Herr liebt es und wir lieben es. In his presence, in seiner Gegenwart, we have security. Haben wir Sicherheit. He says, "Thus says the Lord." Und der Mann sagt, so spricht der Herr. In this battle, you do not need to fight. In dieser Schlacht müsst ihr nicht kämpfen. Tomorrow, morgen. What? Was? Tomorrow, the tomorrow that you worry about. Morgen, über das Morgen, das du dir Sorgen machst. Right? That's what Jesus says. Do not worry about tomorrow. Jesus sagte, macht euch keine Sorgen um morgen. What you will eat, what you will drink, how you will sleep, how you will pay your bills. Was du morgen essen wirst, was du morgen trinken wirst, wo du morgen schlafen wirst. Are not two sparrows? Wie du morgen deine Rechnungen bezahlen wirst. Are not two sparrows sold for a cent and yet not even one of them falls to the ground apart from the will of your father? Werden nicht zwei Sperlinge für einen Cent verkauft und trotzdem fällt nicht ein einziger vom Himmel ohne den Willen eures himmlischen Vaters? Not one. Nicht einer. God counts your hair. Gott zählt deine Haare. Yeah, 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 I heard it in the Sunday school. Ja, ich habe das doch in der Sonntagsschule schon gelernt. Look at me now. Und schau mal jetzt. He keeps a hat on. Because it's getting less and less. Andere setzen eine Mütze auf, weil es immer weniger werden. It doesn't matter. Es ist egal. Yeah, he's still counting. Er zählt sie immer noch. You don't know the count, but he does. Du kennst die Zahl nicht, aber er weiß es. That builds up your confidence, doesn't it? Das kann eure Zuversicht aufbauen, nicht wahr? So he says, tomorrow you go and face the enemy. Also sagt dieser Mann, morgen werdet ihr euch dem Feind gegenüberstellen. And when you face them, you don't need to fight, the Lord says. Und wenn ihr ihnen gegenübersteht, dann müsst ihr nicht kämpfen, sagt der Herr. What? He said, you cannot win possibly. Look at yourself. Und sie sagen, was? Und dann sagen sie, naja, klar, wir können nicht gewinnen, wenn wir uns mal anschauen. That means you have to go to sleep. Das heißt, die Leute mussten sich erstmal zum Schlafen begeben. Do you think they slept? Habt ihr gedacht, dass sie schlafen? The word of the Lord was the holy pill. Das Wort des Herrn war ihre Schlaftablette. Are you listening? Hört ihr zu? If you hear a quality word, wenn ihr ein Wort von Qualität hört,
It is used for anything you need in this life. Dann wird das dazu benutzt für alles, was du in diesem Leben brauchst. He meets you at your point of need. Er, Gott trifft dich an dem Punkt, wo du ein Bedürfnis hast. God supplies all 100% of your needs. Gott versorgt alle 100% alle deiner Bedürfnisse. According to his riches and glory. Entsprechend seines Reichtums und seiner Ehre. Not just some. You cannot say, on this need I have faith, but for this need I don't have faith. Er möchte nicht nur einige deiner Bedürfnisse befriedigen. Du kannst nicht einfach sagen, also für dieses Bedürfnis, da habe ich Glauben, aber für das nicht wirklich. And the preacher will tell you, say, well, God is not touched by your needs. He's touched only by your faith. Und dann gibt es Prediger, die sagen, Gott wird nicht von deinen Bedürfnissen berührt, ihn berührt nur dein Glaube. But what about the knowledge of the Word of God? Aber wie steht es um das Wissen des Wortes Gottes? Which says that God is moved by your need. Das sagt dieses Wort, dass Gott von deinen Bedürfnissen bewegt ist. Knowledge surpasses faith, my friends. Das Bedürfnis ist größer. Knowledge. Das Wissen ist größer als der Glaube. Beyond faith is knowledge. Hinter dem Glauben ist noch das Wissen. Because faith can be blind. Denn der Glaube könnte blind sein. Faith is nothing magical. Glaube ist manchmal etwas Magisches. Faith is obedience. Glaube ist Gehorsam. Glaube ist nichts Magisches. Glaube ist Gehorsam. You believe, you obey God. Wenn du glaubst, dann gehorchst du Gott. You accept His way. Dann akzeptierst du seine Wege. You accepted Christ. Du hast Christus angenommen. You have believed in Him. Dann hast du an ihn geglaubt. What did you believe? Was hast du geglaubt? He died for you on the cross. Dass er für dich am Kreuz He rose from the dead again. Dass er auferstanden ist von den Toten. He's alive. Dass er lebendig He's coming ist. Back to take you home. Und dass er wiederkommt, um dich mitzunehmen. You believe this? Glaubst du das? Then you have accepted a knowledge. Dann hast du ein Wissen, eine Erkenntnis angenommen. Accepted. Hast es akzeptiert? Yes. You have taken a knowledge. Du hast Wissen angenommen. And that knowledge liberates you. Und dieses Wissen befreit dich. Liberates you from unbelief. Das befreit dich vom Unglauben. Kapisch? Versteht ihr? Knowledge is what Jesus was operating under. Wissen ist das, womit Jesus gearbeitet hat. Jesus did not do miracle signs and wonders by faith. Jesus hat keine Zeichen durch Glauben. By faith, no, he did not. Jesus hat keine Zeichen durch Glauben getan. He didn't do any miracles, signs and wonders. Er hat keine Zeichen und Wunder getan. Yeah, through faith. He didn't do that through faith. Er hat durch den Glauben keine Zeichen und Wunder getan. Very good. He did it by knowledge. Er hat es durch das Wissen gemacht. He knew what the Father is doing now. Er wusste, was der Vater jetzt gerade tut. And he knew what the Father did not do anything now. Und er wusste auch, wenn der Vater gerade nichts tat. So if the Father did something on Sabbath, he worked on Sabbath. Und wenn der Vater etwas am Sabbat getan hat, dann hat Jesus am Sabbat gearbeitet. And that's why many miracles happened on that day. Deswegen sind viele Wunder an diesem Tag Because geschehen. Because he saw the Father. Denn er hat den Vater gesehen. And he was completely subordinated to the Father. Und er war seinem Vater vollkommen untergeordnet. So, knowledge is beyond faith. Glauben, Wissen geht über den Glauben hinaus. All right, it's beyond faith. We have worshipped faith so much. Wir haben den Glauben so sehr angebetet. We are almost obsessed with it. Wir waren fast besessen davon. And that's why we block ourselves. Und so haben wir uns selbst blockiert. Faith is only entrance into the kingdom of God. Glaube ist nur der Eingang in das Gottes. In the kingdom of God you learn the ways of the Lord. Und in dem Königreich kannst du dann die Wege des Herrn lernen. And he teaches you through the Holy Spirit. Und er lehrt dich durch den Heiligen Geist. Holy Spirit teaches you. Der Heilige Geist lehrt dich. He gives you knowledge. Er gibt dir Wissen. And then you begin to see the spiritual things. Und dann beginnst du die geistlichen Dinge things zu sehen. Things begin to happen by the spiritual sight. Sorry, I didn't understand. Things begin to happen through spiritual sight. Die Dinge funktionieren dann durch die geistliche Sichtweise, which you cannot explain. Die kannst du nicht mehr erklären. But you know. Aber du weißt. So this young man says, tomorrow you will face the enemy. Und so sagte dieser junge Mann, morgen werden wir dem Feind gegenüber treten. So you have to go to sleep.
Also müsste erst mal schlafen They gehen. Went to sleep. Sie gingen schlafen. They obeyed the Lord exactly as the Lord spoke. Sie haben dem Herrn genauso gehorcht, wie er gesprochen hat. This obedience is faith. Und dieser Gehorsam ist Glauben. Resting in the knowledge that they just received. Sie haben sich ausgeruht in der Erkenntnis, die sie gerade erhalten haben. Let me say it again. They rested in the knowledge they just received. Sie haben in der Erkenntnis ausgeruht, die sie gerade erhalten haben. In the morning, und am Morgen, they are facing the enemy. Sind sie dem Feind gegenübergetreten? First went the praisers and worshippers, just like we do in the beginning, praise and worship. Und vorneweg sind die Lobpreiser und die Anbeter gelaufen. And they are, you know, dancing and raising the dust. Und sie haben getanzt und gejubelt und den Staub aufgewirbelt. And there's nothing moving down there in the valley. Und dann, als der Staub nicht mehr da war, no, they could not see anything moving in the valley. Sie konnten nicht sehen, was sich in diesem Tal da bewegt hat. You have to use imagination. What tal? What is opposite of Jerusalem? Was ist gegenüber von Jerusalem? Welches Tal? Yeah, but even beyond the Mount of Olives. Und hinter dem Oliven, hinter dem Ölberg? Yeah. What do we have? Jordan Valley. Das ist die jüdische Wüste und das Jordantal. The Dead Sea. Das Tote Meer. Right? That was flooded with people. Und dort überall waren Menschen. Die so Armeen. They went on the hills of Judah. Und sie sind auf die Hügel von Juda gegangen. Closer to Jericho. Sie waren näher an Jericho. And dran. By the plain of Jericho, perhaps. Und by the plain of Jericho, by Jordan River. Bei der Jordanebene dort. They see masses. Haben sie die Massen der Armeen gesehen? But the masses are not moving. Und diese Massen haben sich nicht mehr bewegt. So one by one comes closer and closer and closer. Und sie sind einer nach dem anderen vorsichtig so, dahin hey, gelaufen. Hey, they're all dead. Und dann sagen sie, hey, die sind doch alle tot. They all killed themselves. Sie haben sich alles gegenseitig Without umgebracht. Without us lifting one small finger. Ohne dass wir auch nur einen kleinen Finger heben mussten. Halleluja! That's what the enemy can do to each other. Das ist das, was die Feinde sich gegenseitig antun können. Knowledge. Wissen. Why should praiser and worshipper get involved in battle? Warum sollten die Lobpreiser und Anbeter in einen Krieg mitarbeiten? But in the 80s it was very popular. We are making mighty battle in the heavenlies with our praise and worship. In den 80er Jahren war das sehr populär. Wir machen Lobpreis und Anbetung und geistliche Kriegsführung. Boom, 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 boom. The war things, huh? That was in your church. Yeah, of course. I was involved in it too. Ich habe das auch mitgemacht. But then I said, something doesn't stimmt. Und dann habe ich mir überlegt, irgendetwas stimmt hier nicht. There's a higher way. Es gibt einen höheren Weg. There's a better way. Einen besseren Weg. And definitely with the higher way, some of us will disagree. Und einige werden mit diesem höheren Weg überhaupt nicht einverstanden sein. Because sometimes bondage is more pleasant than freedom. Denn manchmal ist die Gebundenheit schöner, angenehmer als die Freiheit. It's bequemer. Angenehmer. Set ways, my forefathers' ways. Die eingetretenen Wege, die festgelegten Wege, die Wege unserer Vorfahren. And then they come to the pastor and say, pray for me. Und dann kommen sie zum Pastor und sagen, bete mal für mich. Sprinkle a little water on me. Und sprenkle ein bisschen Wasser auf mich. If you give me a little wine, just a little thimble of it, that's all. Wenn du mir Wein gibst, dann nur ein winziges Schlückchen, einen Fingerhut voll von Then dem neuen Wein. Only a little bit, because oh, it's too much already. Denn das ist ja eigentlich schon fast zu viel. I want to be free, but not that free. Ich möchte schon frei sein, aber nicht so frei. I don't want to be wild free. Ich möchte nicht wild frei sein. How about bananas free? Wie wär's, wenn wir completely free? Verrückt werden, vollkommen frei sind. Jesus says, whom Son sets free is free completely indeed. Jesus hat gesagt, den der Sohn frei macht, der ist vollkommen frei. Yes. Not partially, not a little bit. Nicht nur ein klein wenig All oder that teilweise. Takes 10 years, 20 years maybe to be free like this. Es dauert vielleicht 10 oder 20 Jahre, so frei zu werden. Yeah, some of us say. Das ist so sagen einige. Yeah, when you die, you're free too, from your bondage. Wenn du gestorben bist, dann bist du auch frei You've von deiner wasted Gebundenheit. Your time. Aber dann hast du deine Zeit verschwendet. Somebody else says, ashes to ashes, dust to dust, ciao bambino. Und irgendjemand sagt, Asche zu Asche, Staub zu Staub, tschüss.
There lays a free man. Dort liegt ein freier Mann. The free are the living. Aber die Lebendigen, ach so, je freier, je lebendiger. Yeah. You free yourself, you free others. Wenn du dich selbst befreist, dann kannst du auch andere befreien. When you pay attention too much to your pains, to discomforts. Wenn du deinen Unbequemlichkeiten und deinen Schmerzen zu viel Aufmerksamkeit widmest. And then you take the green pill for it, then the blue pill for it, then the red pill for it, and pink one. Und dann eine rote Tablette und dann eine grüne und dann eine lilafarbige Tablette dagegen nimmst. And when you come to the end of everything. Und wenn du dann am Ende von allem angelangt you bist, come finally says, can you pray for me? Dann gehst du zum Pastor oder zu Josef und sagst, kannst du für mich beten? Did you know that you can free yourself? Weißt du, dass du dich selbst befreien kannst? Without resisting, without fighting. Ohne dass du kämpfen oder widerstehen musst. Ignoring. Sondern indem du etwas ignorierst. And choose something better. Und dich für etwas Besseres entscheidest. What you have heard today. Für das, was du heute gehört hast. I will walk with the Lord. Ich gehe mit dem Herrn. I will obey the Lord. Ich werde dem Herrn gehorchen. I'll renew my mind. Ich werde mein Denken erneuern. I am free. Ich bin frei. And you turn on that energy of life. Und mach diese Energie des Lebens an. And begins to work in you. Und die fängt an in dir zu arbeiten. And suddenly you say, oh, something happened. Und dann sagst du, oh, irgendetwas ist passiert. Do I still need the pill? Brauche ich denn diese Tabletten immer noch? Some people go to the doctor. And the doctor says, there's nothing wrong with you. Einige gehen zum Arzt und der Arzt sagt, mit dir ist nichts mehr falsch. Oh, really? Wirklich? Yes. Ja. Take that message and say, I'm really free. Und dann kannst du diese Botschaft nehmen und sagen, oh, jetzt bin ich wirklich frei. Did you know that everything is based on what kind of message you carry? Wisst ihr, dass alles davon abhängt, welche Botschaft ihr mit euch herumtragt? The message of freedom or the message of bondage? Die Botschaft der Freiheit oder die Botschaft der Gebundenheit? Oh, that is incurable. There is no help for this. Oh, das ist unheilbar. Dafür gibt's keine Hilfe. Oh, Borreliose, there is no cure. Oh, Bruder Josef, es gibt keine no, Heilung. Borreliose. Ach. Für Borreliose gibt's keine Heilung. Oh, for cancer there's no healing. For AIDS there's no healing. Für Krebs gibt's keine Heilung oder AIDS ist unheilbar. That's what man says. Das sagen Menschen. Because they have to sell you the pill, they have to sell you, give you the prescription, so you have to buy stuff. Denn sie müssen dir die Tabletten verkaufen, die Medizin verkaufen, sie müssen dir etwas verschreiben, damit du etwas kaufst. The love of money is the root of all evil. Und die Liebe zum Geld ist dir die Wurzel allen Bösen. And they keep you in bondage because they love money. Und sie halten dich in Gebundenheit, weil sie das Geld lieben. They have a cure for AIDS, they have a cure for cancer, they have cure for everything. Es gibt Heilung für AIDS, es gibt Heilung für Krebs, es gibt Heilung für alles. Cure, not help. Nicht Hilfe, sondern Heilung. Complete healing. Vollständige Heilung. But they cannot sell it. Aber das können sie niemandem verkaufen. They must use bondage to make money. Sie müssen Gebundenheit benutzen, um Geld zu verdienen. Listen to me, we are in the world, but we are not of this world. Und hört mir zu, wir sind in dieser Welt, aber nicht von dieser Welt. We are not subject to the flesh. Wir sind nicht dem Fleisch unterworfen. Cursed is everyone that relies on the arm of flesh, the Bible says. Die Bibel sagt, verflucht ist jeder, der sich auf den Arm des Fleisches verlässt. That's what Samuel said to Saul. Das hat Samuel zu Saul gesagt. You rely on the arm of flesh too much. Du verlässt dich zu sehr auf den Arm des Fleisches. If Judeans depended on the arm of flesh, they would have been gone. Wenn die Judäer auf den Arm des Fleisches vertraut hätten, wären sie nicht mehr da. But they just obeyed the word of God. Aber sie haben dem Wort des Herrn gehorcht. And they even did not inspect the credentials of that young man. Und sie haben nicht mal das inspiziert, was der junge Mann ihnen kredenzt hat. I mean, are you a doctor? Das heißt, bist du ein Arzt? What Bible school did you go to? In welcher Bibelschule warst du? You're so young. Du bist doch noch You're so not jung. Seasoned. Du bist noch nicht in dem How Alter. Long have you been in the ministry? Wie lange bist du denn schon im Dienst? Under what ministry did you grow up? Und unter welchem Dienst bist du überhaupt? What books did you read? Welche Bücher hast du gelesen? By whom are you influenced? Und von wem wirst du beeinflusst? No. They did not listen to the young men. Nein, sie haben dem jungen Mann nicht zugehört. They listened only to the voice of the Lord. Sie haben nur der Stimme des Herrn gehorcht.
Would you obey the voice of the Lord if it has gone through a cockroach? Würdest du der Stimme des Herrn gehorchen, wenn sie von einer Kakerlake käme? Difficult, huh? Das ist schwierig. Bileam could not believe it. Bileam hat es auch nicht geglaubt. My donkey is talking. Mein Esel redet. I never heard it. Das habe ich doch noch nie gehört. He not only believed, but he engaged in a conversation with his donkey. Und er hat es dann nicht nur geglaubt, sondern er hat ein Gespräch mit seinem Esel begonnen. If God uses donkey, he can use anybody. Und wenn Gott Esel benutzen kann, dann kann er jeden benutzen. Another bondage we got ourselves into. Eine andere Gebundenheit, in die wir uns selbst gebracht haben, ist die. You know, the preacher says, God cannot use you if you are this and this and that. Der Prediger sagt, Gott wird dich nicht gebrauchen, wenn du nicht so und so und so bist. And they give you many reasons why God cannot use you. Und sie geben dir viele Gründe, warum Gott dich nicht gebrauchen kann. God can use this. Aber Gott kann dieses Etui benutzen. Because he's God. Denn er ist Gott. God is not bound. Gott ist nicht gebunden. We are. Sondern wir sind es. God doesn't need to go to the doctor. Gott muss nicht zum Arzt. He is the doctor. Er ist der Arzt. He doesn't need to get an orientation. Er muss sich nicht neu orientieren. He is the orientation. Sondern er ist die Orientierung. So simple, yet so difficult. Es ist so einfach und doch so schwierig. We put God in theology. Wir haben Gott in die Theologie gesperrt. And we make him into a human being. Und haben aus ihm ein menschliches Wesen gemacht. Because it is so comforting. Weil das so bequem für uns ist. But it's pagan. Aber das ist heidnisch. That's right. God is God, not a human being. Gott ist Gott, kein menschliches Wesen. He is spirit. Er ist Geist. You cannot twist his arm. Du kannst ihm nicht den Arm verdrehen. That is freedom. Das ist Freiheit. This thinking is freedom. Dieses Denken ist Freiheit. Wow. Means he doesn't get proud. Das heißt, er wird auch nicht stolz. God doesn't have a pride. Gott hat keinen Stolz. We have, sondern wir. He's not self-oriented. Er ist nicht selbstbezogen. Fixated on himself. Auf sich selbst fixiert. It may come across as such. Vielleicht sieht das so aus. But God doesn't have self. Aber Gott hat kein Selbst. He's here to serve us. Er ist hier, um uns zu dienen. And we reciprocate and serve him. Und wir drehen das herum und dienen ihm. He sends light, we shine light back. Wenn er uns Licht schickt, dann scheinen wir dieses Licht. Halleluja. God loves freedom so much. Gott liebt die Freiheit so sehr. The whole sehr, Bible is filled with it. Dass die ganze Bibel voll davon ist. Joshua couldn't finish the job. Joshua konnte seine Arbeit nicht beenden. God sent boulders from heaven. Und deswegen hat Gott Steine vom Himmel geschickt. On his enemies. Auf seine Feinde. God says, you see, I can do this. Und Gott sagt, siehst du, das kann ich machen. Do you know me enough? Kennst du mich genug? You have to make room for that knowledge. Du musst für dieses Wissen Platz schaffen. And that's humility, childlike humility. Und das ist Demut, kindliche Demut. Hezekiah says, well, I have a problem with my faith. Hiskia sagt, ich habe da ein Problem mit meinem Glauben. What will be the sign that I will be healed, he says to Isaiah. Er sagt zu Jesaja, wer kann entscheiden, ob ich geheilt werde? Isaiah is listening. Jesaja hört zu. And God says, okay, give him two possibilities. Und dann sagt Gott zu Jesaja, gib ihm zwei Möglichkeiten. Use your brain, man. Denk mal, benutz dein Gehirn. Right. Two possibilities. Zwei Möglichkeiten. When the sun sets, you have an object in front of it, it casts a shadow. Wenn die Sonne untergeht und du betrachtest ein Objekt, was im Sonnenschein steht, dann wird der Schatten länger. Yeah. When the sun rises, wenn die Sonne aufgeht, the shadow is shorter. Wird der Schatten kürzer. But when it goes down, wenn sie untergeht, it lengthens the shadow. Dann wird der Schatten länger. So, do you want this to shrink the shadow or lengthen the shadow when the sun sets? Und dann sagt Gott zu Jesaja, frag ihn, ob er möchte, dass beim Sonnenuntergang der Schatten länger oder der Schatten kürzer wird. He didn't say, oh Lord, I really don't care. I just believe you.
Und da sagte Hiskia nicht, oh Herr, das ist mir eigentlich wirklich egal, ich glaube dir einfach. I just believe you, Lord. Ich glaube dir einfach. And I have such satisfaction that I believe you, see? Und ich bin so zufrieden, dass ich dir so glauben kann. And you should be so happy that I believe in you, Peter. Und du solltest wirklich glücklich sein, dass ich so an dich glaube. It pleases a human being, but not God. Das gefällt dem menschlichen Wesen, aber nicht Gott. And that's the difference between humans and God. Unterschied zwischen Menschen und Gott. We have subjectively thought about God, humanistically. Wir haben so subjektiv, so humanistisch über Gott geredet. And not really. Aber nicht wirklich. God says to Hezekiah, the king of Judah, scratch your head for a little while. Und Gott sagt zu Hiskia, dem König von Juda, kratz dir mal eine Weile lang am Kopf. Think, man. Denk mal. And he says, okay, okay, okay. Und sagt, okay, okay. Yeah, when the sun goes down, ja, wenn die Sonne untergeht, and there's an object in front of it, und da steht etwas, then the shadow gets lengthened. Dann wird der Schatten länger. Yeah, what's the big deal? Was ist das Große daran? I want the opposite. Ich will lieber das andere. Sun sets down, wenn die Sonne untergeht, there's a subject, object, und ein Objekt dort steht, and the shadow goes back, und der Schatten kürzer wird. Back to the object. Zurück zu dem Objekt, von dem kommt. That's what I want, he says. Das will ich, sagt er. Is that what you want? Ist das, was du willst? Now, before he could think, bevor denken konnte, he turned his face towards the wall, hat sein Gesicht zur Wand gedreht, and he cried. Und hat geweint. And he wept and wept and wept. Und hat geweint und geweint. And he reminded the Lord all the good things that he has done. Und erinnerte Gott an all das Gute, was getan hat, also was Hiskia getan hat. He repented. That means Nacham in Hebrew. He repented. Und hat Buße getan. Hat das getan, was im Hebräischen Nacham heißt. Umkehr. And God saw his tears, the Bible says clearly. Und Gott hat seine Tränen gesehen. Das sagt die Bibel ganz klar. So he emptied himself of all these old Klamotten. Hat sich also leer gemacht von diesen alten Klamotten, die mit sich herumträgt. He had nothing to hold on to anymore. Er hatte nichts mehr, woran sich festhalten Listen musste. Listen carefully. Und hört genau God zu. Says, set up your house in order, for you will surely die and not live. Denn Gott hatte zu ihm gesagt, bring dein Haus in Ordnung, denn du wirst ganz sicher sterben und nicht leben. That's it. That's the end of your line. Das ist das Ende deiner Linie. He had no prospects. Hatte keine Perspektive mehr. Hey, he couldn't even worry about tomorrow. Konnte sich nicht mal mehr Sorgen um morgen machen. But yet he turned towards the wall and talked to the Lord. Und trotzdem hat sich zur Wand umgedreht und hat mit dem Herrn geredet. And God saw his tears. Und Gott sah seine Tränen. And that's why he gave him those two possibilities. Und deswegen hat ihm diese zwei Möglichkeiten gegeben. And he says, I want the shadow to shrink. Und dann sagt Hiskia, ich will, dass der Schatten kürzer wird. God says, deal. Und da sagt Gott, okay, das ist ein Geschäft. A man would say, are you fallen from a tree or something? Ein Mensch würde sagen, bist du vom Baum gefallen oder was? It's against nature. Das ist doch entgegen der Natur. But that's what God does. Aber das kann Gott tun. He does things against nature. Kann die Dinge gegen die Natur tun. Man says incurable, God says curable. Der Mensch sagt unheilbar, Gott sagt heilbar. Man says impossible, God says possible. Der Mensch sagt unmöglich, Gott sagt möglich. Your baby is dead. Wenn dein Baby tot ist, God says your baby is alive. Sagt Gott, dein Baby lebt. Go and check yourself. Geh zum Arzt und überprüf es. God is after freedom. Gott geht es die Freiheit. God gave grace to Hezekiah. Gott hat Hiskia Gnade gegeben. But he interacted with him. Aber hat mit ihm zusammengearbeitet. It's not blind faith. Das war kein blinder Glaube. It was not going to the altar and bowing yourself before the Lord. Das war nicht zu dem Altar gehen und sich vor dem Herrn verbeugen dort. And maybe if you do praise and worship for 1 hour, something's going to happen. Und vielleicht, wenn du eine Stunde lang Lobpreis machst, dann wird etwas passieren. God wants to interact with intelligent people. Gott möchte mit intelligenten Menschen zusammenarbeiten. The unintelligent and the idiots, God will take care of. Die Unintelligenten und die Idioten, die wird Gott sich kümmern. But our responsibility is to change idiocy, imbecility, stupidity, craziness. Aber unsere Verantwortung ist, dass wir diese Idiotie, diesen Schwachsinn, dieses Unvermögen ändern. Wir. Through the word of God. Durch das Wort Gottes. When I call myself an idiot,
Wenn ich mich selbst als Idioten bezeichne, the worst of the worst, den Schlimmsten der Schlimmen, before God, wenn ich das vor Gott tue, never before people, nicht vor Menschen natürlich, never, niemals, no, but before God, aber vor Gott, that pleases God, das gefällt Gott. Okay, you little idiot, come here. Dann sagt er, okay, du kleiner Idiot, komm mal her. I'm gonna show you who I am. Ich werde dir mal zeigen, wer ich Because bin. You said it. Weil du es gesagt hast. Behold, I create all things new. Siehe, ich schaffe alles neu. You've never seen them before. Du hast es vorher nie gesehen. You've never heard of them before. Du hast davon noch nie gehört. Lest you should say, behold, I knew them. Damit du nicht sagen kannst, ich kannte das schon. God doesn't want us to always know something and stay in that. Gott möchte nicht, dass wir etwas immer schon wissen und darin bleiben. There's always an improvement. Es gibt immer eine Verbesserung. There's a new dimension to it. Eine neue Dimension davon. Nothing is set and permanent. Nichts ist festgelegt und für immer. In him we live and move and have our being. In ihm leben wir und bewegen uns und haben unser Sein. Say, what moves lives. Sagt mal, was sich bewegt, lebt. What does not move is dead. Was sich nicht bewegt, ist tot. God frees, man binds. Gott befreit, Menschen binden. Yeah. So you have to come out from the bondages that were put on us by our predecessors. Und deswegen müssen wir aus diesen Bindungen herauskommen, die unsere Vorfahren uns auferlegt haben oder in die sie uns gebracht haben. God sent Moses. Gott hat Mose geschickt. He sent Samson. Er hat Samson geschickt. He sent Gideon. Er hat Gideon geschickt. He sent David. David. He sent Jesus. Und er hat Jesus gesandt. And now he's sending us. Und jetzt sendet er uns. Free my people. Befreit mein Volk. Free my people. Befreit mein Volk. From what? Wovon? From the limits that have been put on us. Von den Begrenzungen, die uns auferlegt wurden. Never explaining God subjectively and making theology about him. Man darf Gott nie subjektiv erklären und eine Theologie aus ihm machen. Because then you would have to run to somebody else that you respect more than the preacher and say, is that right? Denn dann musst du zu jemandem anders gehen, den du mehr respektierst als dem, von dem du das gehört hast, und den fragen, ist das richtig? Of course it's not right. Natürlich ist das nicht richtig. What do you expect? Was hast du denn erwartet? You Dummkopf. It's always like this. Es ist immer so. People got revived in Holland, got revived and they ran to their pastors. Is this right? No, it's not right. It's error. They never even heard one word of mine. Als die Menschen in Holland befreit worden sind, sind sie dann zu ihren Pastoren gegangen und haben gefragt, ist das richtig, was wir da gehört haben? Natürlich ist das nicht richtig. Das ist völlig falsch. Obwohl sie nie ein Wort davon gehört haben. Somebody heard Luther for the first time. Als jemand Luther das erste Mal reden hörte, goes to the priest. Da ging zum Priester. Is this right? Ist das richtig? Of course it's not right. He's a heretic. Natürlich ist das nicht richtig. Er ist ein Gotteslästerer. Somebody hears a message from Anabaptist in Switzerland. Als jemand eine Botschaft gehört hat von den Wiedertäufern in der Schweiz, is it wonderful? Ist das nicht wunderbar? This is the true word of God. Das ist das wahre Wort Gottes. They run to Zwingli. Dann gingen sie zu Zwingli. He said, is this right? Und fragten, ist das richtig? Of course it's wrong. Das ist natürlich falsch. It is known fact Zwingli persecuted the Anabaptists to the bone. Es ist eine Tatsache, dass Zwingli die Wiedertäufer verfolgt hat. Calvin killed people who wanted something new and fresh. Calvin hat die Menschen umgebracht, die Neues und Frisches wollten. What killed those newborn babies? What? Was hat diese neugeborenen Babys umgebracht? Bondage. Die Gebundenheit. Religious bondage. Die religiöse Gebundenheit. They were freed from the Catholic Church. Sie waren von der katholischen Kirche befreit. And they created a new bondage. Und haben eine neue Gebundenheit geschaffen. Und wieder eine neue. Bondage. How long will this go on, my friends? Wie lange soll das noch so weitergehen? And then you will run, is this right what he's preaching? Und dann gehst du und fragst, ist das richtig, was der predigt? Let it be wrong. Lass es doch falsch Let sein. It be wrong. Lass es falsch sein. Can you save your skin? Kannst du deine Haut retten? Do you think there's no God in heaven who will reveal to you personally what is right and what is wrong? Denkst du, es gibt keinen Gott im Himmel, der dir persönlich sagen kann, was richtig und falsch ist? That you have to be fully in charge?
dass du dich selbst in Verantwortung bringen musst. How about him being fully in charge of your life? Wie wäre es, wenn Gott die Verantwortung für dein Leben hat? Oh, I love stepping on people's toes. Ich liebe es, den Menschen auf die Zehen zu treten. You're trembling, huh? Zittert, ja? That's the lion of Judah. Das ist der Löwe von Juda. Tremble! It's good! Dann zittert, das ist gut. This is something new. Das ist etwas something Neues. Fresh. Etwas Frisches. Jesus is coming back. Jesus kommt zurück. We must be prepared. Und wir müssen bereit. The old is no good. Das Alte ist nicht mehr gut. Too much bondage in it. Da ist zu viel Gebundenheit darin. So I close this message with this word. Und wir wollen mit diesem einen Wort schließen. Galatians 4. Galater 4. Beginning verse 21. Mit Vers 21 beginnen wir. Until chapter 5 verse 1. Bis Kapitel 5, Vers 1. And Gerd will be so kind to read it for you from his iPhone or Samsung. Smartphone. Sagt mir, die ihr unter dem Gesetz sein wollt, hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien durch die Verheißung. Was einen bildlichen Sinn hat, denn dieser sind zwei Bündnisse, denn dieses sind zwei Bündnisse. Eins vom Berg Sinai, das zur Knechtschaft gebiert, welches Hagar ist, denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist. Denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast, denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung, aber so wie damals der nach dem Fleisch Geborene den nach dem Geist Geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße hinaus die Magd und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Also, Brüder, sind wir nicht Kinder der Magd, sondern Kinder der Freien. Für die Freiheit hat Christus uns frei gemacht. Steht nun fest und lasst euch nicht wiederum unter ein Joch der Knechtschaft bringen. The New Jerusalem symbolizes freedom. Das neue Jerusalem symbolisiert Freiheit. Throughout the entire Bible we have something of the flesh and something of the spirit. Durch die ganze Bibel hindurch haben wir etwas vom Fleisch und etwas vom Geist. Something that is free and something that is bound. Etwas, was frei ist und etwas, was gebunden ist. The promises came through Sarah. Die Verheißungen sind durch Sarah gekommen. And her name means princess. Und ihr Name bedeutet Prinzessin. It was changed to Sarah. Er wurde dann in Sarah verändert. Just as Abram was changed to Abraham. So wie der Name Abram in Abraham verwandelt wurde. Jacob into Israel. Und aus Jakob wurde Israel. Only Isaac was not changed. Nur Isaac, sein Name wurde so nicht between verändert. Those two changes there's a blessed one who is called Laughter. Und zwischen diesen zwei Veränderungen also war einer, der nicht verändert werden musste, und der hieß Lachen. Ja? Yeah? Laughter carries the promises. Das Lachen trägt die Verheißungen. Through Isaac came the promises. Durch Isaak sind die Verheißungen gekommen. Now there's a fight between the Ishmaelites, which are the Arab people today. Und jetzt gibt es einen Kampf zwischen den Ismaelitern, den Nachkommen Ismaels, den Arabern. When you come to the Temple Mount, to the Dome of the Rock. Und wenn ihr auf den Tempelberg kommt, zu dem Felsendom. And when you have an Arab tour guide. Und einen arabischen Reiseleiter habt. He will open his mouth and begin to say to you that Abraham here was about to sacrifice his son Ishmael. Dann wird dieser Mann dir sagen, hier ist der Ort, an dem Abraham seinen Sohn Ismael opfern sollte. Yeah. And it's not in the Bible. Das steht so nicht in der Bibel. Although 600 years after Christ, Muhammad took the Bible, twisted a few things and created his own religion. Und Muhammad hat 600 Jahre nach Christus die Bibel genommen, hat sie ein wenig verdreht und hat seine eigene daraus gemacht.
Hagar was a slave woman. Hagar war eine Sklavin. She produced Ishmael. Und sie hat Ismael hervorgebracht. To this day, the Arabs do not believe, according to the Quran, that God is Father. He is the Father. Bis heute glauben die Muslime nicht daran, dass Gott der Vater ist. Means he doesn't have a son. Das heißt, sie glauben nicht, dass er einen Sohn hat. Not only he doesn't have the firstborn son, but no children. Das heißt, er hat nicht nur keinen Erstgeborenen, sondern überhaupt keine Kinder. Because when you say firstborn, then there are other borns too. Denn wenn es einen Erstgeborenen gibt, dann müssen ja auch noch ein paar hinterherkommen. The only begotten was begotten. Der eingeborene, einzig geborene war ein geborener Sohn. We are not talking about physical birth, we are talking about spiritual birth in heaven. Und wir reden hier nicht über eine physische Geburt, sondern über eine geistliche Geburt im Himmel. And through the firstborn, everything was created. Und durch den Erstgeborenen ist alles geschaffen worden. This is also freedom. Auch das ist Freiheit. So, those who have to pray 5 times a day and fast on Ramadan 40 days. Und wer also jetzt 5-mal am Tag beten muss und 30 Tage zum Ramadan-Fest fasten muss, they are not free. Die sind nicht frei. They are bound. Sie sind gebunden. They carry hatred. Sie tragen den Hass mit sich herum. And they have to kill the infidels. Und sie müssen die Schwachen, infidels, die Ungläubigen, ja, die Ungläubigen umbringen. And they said, because that's what Quran says. Und sie sagen, das steht im Koran. That's what the prophet said. Das hat der Prophet gesagt. So if you begin to button first button wrong, wenn du anfängst, dein Hemd falsch zuzuknöpfen, then everything else is out of place. Dann ist alles andere nicht so ganz an seinem Ort. Yeah, there's one more button left here. Und irgendein Knopf ist am Ende übrig. You have to unbutton the whole religion. Dann musst du diese ganze Religion aufknöpfen. All the way to Muhammad. Bis zu Mohammed zurück. And start with Jesus. Und mit Jesus wieder anfangen. Learn from him. Lern von ihm. And then everything is okay, straight. Und dann ist dir das Hemd richtig zugeknöpft. We are children of God. Wir sind Kinder Gottes. We are not slaves. Wir sind keine Sklaven. Islam says we are slaves. Der Islam sagt, wir sind Sklaven. We are verpflichtet, as you say in German. Ja. Wir haben eine Verpflichtung. We must. Wir müssen. We say no. Und wir sagen nein. We don't have to. Wir müssen nicht. We choose to love God because he first loved us. Wir können uns entscheiden, Gott zu lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. We choose from a free will. Und wir können uns aus freiem Willen entscheiden. Not because we want a blessing. Nicht, weil wir einen Segen wollen. But more like, oh, I love my father. Sondern eher daher, weil, oh, ich liebe meinen Vater. Some of us don't love our fathers. Einige von uns lieben unseren Vater nicht. These are psychological problems. Sie haben vielleicht psychologische Probleme. Your earthly fathers perhaps were not good to you. Vielleicht war dein irdischer Vater nicht gut zu dir. I love my heavenly father. Ich liebe meinen himmlischen Vater. I love my mother, I love my father, earthly fathers. Und ich liebe auch meinen irdischen Vater und meine irdische Mutter. And even though they are dead, I still honor them. Und obwohl sie schon tot sind, ehre ich sie. Why? Because it's a good health. Warum? Weil das eine gute Gesundheit bedeutet. Spiritual, emotional, psychological. Eine geistliche, emotionale Gesundheit. In Nürnberg, there was a pastor who brought me a girl that was spitting, kicking, biting. In Nürnberg hat mir ein Pastor einmal ein Mädchen gebracht, das hat gebissen und getreten und gespuckt. And he says she's got a spirit of suicide. Und er sagte, sie hat einen Geist des Selbstmordes. And we've been trying to cast it out. Und wir haben versucht, diesen Geist auszutreiben. But we can't. Aber wir können es nicht. That's what she does. Bites, scratches, das, kicks. Was sie macht, ist, sie kratzt und beißt und spuckt und tritt. And this pastor was a specialist in casting out demons in deliverance ministry. Und dieser Pastor war aber ein Spezialist im Dämonen austreiben und im Befreiungsdienst. And in that meeting Emma was there, she saw it all. She's my witness. Und Emma war da, sie hat es gesehen, sie ist meine Zeugin. There were many miracles taking place. Haben viele Wunder stattgefunden. So this pastor says, you know what? So many miracles happen under your ministry. We would like to have that anointing too. Und der Pastor sagte, unter deinem Dienst passieren so viele Wunder, wir hätten diese Salbung auch gerne. Can you put your mantle on me? Kannst du mir deinen Mantel umlegen? I said no. Und ich sagte nein. Why?
Warum? Everybody else does it. Jeder macht das doch. It's because everybody else is a fool. Das sagte ich, weil jeder andere blöd ist. Don't you read the Bible? Hast du nicht die Bibel gelesen? God says to Elijah, instead of you, Elisha. Gott hat zu Elia immer gesagt, an deiner Stelle werde ich Elisa einsetzen. And then I'll take you home. Und dann werde ich dich mitnehmen. I said, I'm not going home yet. Und ich sagte, ich bin noch nicht auf dem Weg nach Hause. If I give you my anointing, wenn ich dir meine Salbung gebe, why would I do that? Was habe ich dann noch? Especially when later on I knew that he became my enemy. Und dann ganz besonders dann, als ich später herausfand, dass er mein Feind geworden ist. I already saw it through the binoculars of the Lord. Durch die Brille des Herrn habe ich das schon gesehen. So he was very disappointed. Er war sehr enttäuscht. He said, okay, you cast out this demon from her. Und dann sagte er, okay, dann treib wenigstens diesen Dämon aus. And he begins to show me how she behaves. Und dann zeigt er mir, wie sie sich benimmt. He puts her hands on her belly and said, and she begins to go into convulsions. Er hat mir gezeigt, wenn ich ihr die Hände auf den Bauch lege, dann fängt sie an zu zappeln, zu schreien. You see? Und er sagt, siehst du? And I said, well, don't put your hand on her belly. Und dann sage ich, na dann leg ihr doch nicht die Hände auf den Bauch. Don't hold her like this. Halt sie nicht so fest. Why do you have to do this? Warum musst du das machen? Because you read some stupid book about it? Weil du irgendein idiotisches Buch darüber gelesen hast. The father says, love her, just love her. Der Vater sagt, lieb sie einfach. The love of God is the liberator. Die Liebe Gottes ist ein Befreier. Love of God is divinity, is that which comes down to us. Die Göttlichkeit ist das, was zu uns herunterkommt. So I said, I love you, the Father loves you. Und ich sagte zu diesem Mädchen, ich liebe dich, der Vater liebt dich. And I just, you know, stroke her hair and I said, the Lord loves you. And I felt like a wave of power coming through me. Und ich habe ihr nur sanft über das Haar gestreichelt und ich fühlte, wie eine Welle der Kraft durch mich floss. And this pastor held her like this, no, like that, with her legs going up like this, and suddenly her legs went down. Und der Pastor hat sie so gehalten und ihre Beine haben in der Luft gezappelt und auf einmal gingen ihre Beine nach unten. And then she kind of became very thin. Und dann wurde sie wie ganz dünn. Yeah, and slipped through his arms. Und ist ihm durch die Arme gerutscht. And went on the floor. Und lag auf dem Boden. And I said, now I apply the sword of God. I apply the sword of God. Und jetzt sword of the truth. Und dann sagte ich, ich nehme jetzt das Schwert der Wahrheit. As it is written in the book of Hebrews, so wie es im Hebräerbrief steht. That divides the soul from the spirit and the mind, the natural from the supernatural. Dieses Schwert, was das Geistliche vom Natürlichen trennt. There can be a spiritual unclean world, spiritual clean world. Es gibt eine unreine geistliche Welt und eine geistliche reine Welt. And there is your intellect. Und es gibt unseren Intellekt. And the word of God comes between. Und das Wort Gottes geht dazwischen. And then I said, I now speak to your mind. Und ich sagte, ich rede jetzt zu deinem Verstand. Pray this prayer. Bete dieses Gebet. Father. Vater. She had a little difficulty with this. Sie hatte Schwierigkeiten damit. But finally she says, Father. Aber dann sagte sie, Vater. I love you. Ich liebe dich. And instantly all those demons left her. Und auf der Stelle haben all die Dämonen sie verlassen. She got up. Sie stand auf. And she hugged the pastor. She didn't kick him. She didn't bite him. Und sie hat den Pastor umarmt. Sie hat ihn nicht mehr gebissen und getreten. And she could do the same thing for everybody else. Und das konnte sie mit allen anderen Menschen auch tun. She says, I'm free. Und sie sagte, ich bin frei. 2 years later. 2 Jahre später, I met her in another church. Habe ich sie in einer anderen Gemeinde she getroffen. Runs to me, sie kam zu mir gelaufen. And she says, remember me? Und sie fragte, kennst du mich? I couldn't put her right away, but then she explained to me, in that church I was set free from the spirit of suicide because I was molested by my father. Und sie sah, ich habe es nicht gleich auf die Reihe gebracht, aber sie hat mir dann erklärt, dass wir uns in dieser Gemeinde getroffen hatten da und ich. Und sie sagte, ich bin vom Geist des Selbstmordes befreit worden, weil mein Vater mich missbraucht hat. And that never occurred again after 2 years. Und nach 2 Jahren ist das nie wieder aufgetreten. She was free.
Sie war frei. She says, I'm growing in the Word. She was carrying the Bible. I'm growing in the Lord. I'm knowing my Father better. Und sie hat eine Bibel mitgehabt und sie sagt, ich wachse im Wort und ich lerne meinen Vater immer besser kennen. That was so dramatic. Das war so dramatisch. I've done that in Argentina. I've done that in Paraguay. Das habe ich auch in Argentinien und in Paraguay getan. They were doing this through fighting, attacking. Sie haben das versucht, indem sie gekämpft und angegriffen haben. That is without love. Aber das war ohne Liebe. You must care for the suffering soul. Man muss sich um diese leidende Seele kümmern. Love them as Jesus loves them. So, sie so lieben, wie Jesus sie and liebt. This liberates. Und das befreit. This word liberates. Dieses Wort befreit. I just want to add very quickly. Ich möchte noch schnell hinzufügen. That I actually never prayed for none of these miracles. Dass ich eigentlich nie für irgendwelche Menschen, was jetzt hier erzählt worden ist, gebetet habe. Although he's putting this way, like I prayed, there's no prayer involved. Obwohl die alle sagen, ich hätte gebetet, es war kein Gebet dabei. Jesus never told us to pray for the sick. Denn Jesus hat uns nie gesagt, wir sollen für die Kranken beten. He said, heal. Er hat gesagt, heilt die Kranken. That's why I always say the word. Das heißt, ich sage diese Worte immer. And this word is packed with freedom. Und dieses Wort ist gepackt voller Freiheit. From God. Freiheit von Gott. From knowledge of him. Von dem Wissen von ihm. Not theological knowledge. Nicht theologisches Wissen. But him as a person. Sondern Wissen von ihm als Person. You have the same power. Und du hast die gleiche Kraft. Can say to people. Du kannst zu Menschen sagen. And freedom. Und sie damit befreien. That's why the word of God, which I preach, is so important. Deswegen ist das Wort Gottes, das ich predige, so wichtig. It's brand new. Es ist vollkommen it's neu. It's fresh. Es ist frisch. And we haven't even started yet. Und wir haben noch nicht mal wirklich angefangen. Tomorrow and on Sunday. Morgen und am Sonntag. We're still not finished with it. These are seeds that will grow trees. Werden wir immer noch nicht fertig werden damit, denn das sind Saatkörner, die aus denen Bäume wachsen sollen. But it will be up to you whether you will have fruit. Und es wird an dir liegen, ob du eine Frucht davon hast. Amen. Amen. So gently touch one another. Und jetzt berührt euch einander sanft. Gently, gently, gently. Just gently. Berührt euch sanft. Jesus has learned from me. Jesus sagt, lernt von mir. That I'm gentle and humble where? Dass ich sanft und demütig bin, wo? Wo bin ich sanft und demütig? Sagt Jesus. Where? Wo? Yeah, it's always simple. Not in your hand, but in the heart. Nicht in deiner Hand, sondern im Herzen ist but der demütig. But the hand expresses what's in the heart. Aber die Hand drückt das aus, was im Herzen ist. Halleluja. 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 And then, I want you to shout. Und dann möchte ich, dass ihr schreit. Just the word free. Das Wort frei. Okay? One, two, three. Frei! Oh, yes! This is good, this is good. Das ist gut. This is good, this is good. Whom Son sets free is free indeed. Wenn der Sohn freisetzt, der ist wirklich frei.